Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kollegen, ich darf euch heute herzlich willkommen beheißen. Mein Name ist Daniel Müller, ich bin stellvertretender Leiter des Nationalparks und wir haben heute ein weiteres spannendes Kapitel in unserer Wintervortragsreihe. Den Herrn Dr. Rudi Reiner, der uns heute von seiner Forschung erzählt und zwar zu einer ganz besonderen Tierart, nicht nur für den Nationalpark, sondern im gesamten Alpenraum, der Gams. Und ich möchte gar nicht lange eine Rede vorab halten. Der Rudi wird jetzt ansteigen und dann haben wir nachher noch ein bisschen Zeit, auch sowohl bei den hier Anwesenden als auch natürlich zu Hause unsere Zuschauer über den Livestream auch noch ein bisschen, glaube ich, zu diskutieren. Rudi, ich darf an dich das Wort übergeben. Ja, danke Daniel. Für die Einführung, für die Begrüßung. Schönen guten Abend, liebe Gäste. Es freut mich, dass heute so viele erschienen sind und sich den Vortrag von mir anhören wollen. Es geht um ein spannendes Thema, für mich das spannendste Thema, ums Gamswild. Kollege Daniel Müller hat schon gesagt, es wird im Wesentlichen um die Forschung zum Gamswild gehen. Das ist jetzt aber nicht nur meine persönliche Forschung, sondern was eben die letzten Jahre und Jahrzehnte, vor allem die letzten Jahre hat sich die Forschung relativ viel mit dem Klimawandel zu unterschiedlichen Themen, so auch zum Klimawandel und Gamswild beschäftigt. Das wird ein großer Teil meines Vortrages heute Abend sein. Ich möchte aber zuerst mit ein paar einführenden Worten beginnen zur Biologie des Gamswildes. Das ist aber nur ein ganz grober Überblick. Gewisse Punkte, die vielleicht wichtig sind, dass Sie dann auch verstehen, warum die Untersuchungen und die Ergebnisse durchaus Relevanz haben. Zur Populationsentwicklung wird es noch einen Punkt geben, darüber wird viel diskutiert. Da möchte ich auch versuchen, etwas Klarheit hineinzubringen und dann eben um die beiden Kernthemen Gamswild, der Einfluss des Lebensraumes und Gams und Klimawandel. Wie schaut es da aus? Und dann abschließend einen kurzen Ausblick geben über die Schalenwild, über die Gamswildforschung, die wir hier im Nationalpark aktuell betreiben, beziehungsweise die wir in den nächsten Jahren hier betreiben wollen, die sich auch mit diesen, im Wesentlichen mit diesen beiden Themen beschäftigen. Ich glaube, wir sind heute ein recht gemischtes Publikum. Ich weiß nicht, wie viel Grundlagenwissen oder wie viel Wissen Sie zum Gamswild haben. Wenn Sie hier aus der Gegend kommen, wahrscheinlich relativ viel. Deshalb nur ein paar wenige Hintergrundinfos. Das Gamswild gehört zum Schalenwild, zu den Barhufern. Es ist eine eher größere Art, Wildart, mit einer Widerristhöhe von 80 cm. Das Körpergewicht ist in etwa 40 Kilogramm. Die weiblichen Tiere, die Geißen, etwas leichter als die Böcke. Und Sie wissen es natürlich, beide Geschlechter tragen Hörner. Das ist nicht bei allen Tieren, die sogenannte Stirnwaffen tragen, so, aber es ist bei den Hornträgern relativ häufig, dass da beide Geschlechter Stirnwaffen tragen. Beim Gamswild ist es aber speziell, dass die sich zwischen den Geschlechtern gar nicht so stark unterscheiden. Beim Steinbock haben auch beide Geschlechter Hörner, der Steinbock aber das männliche Tier wesentlich größere. Die Geschlechtsreife tritt, das ist auch nicht so genau, auf das komme ich auch noch zu sprechen, in etwa im zweiten bis dritten Lebensjahr ein und die Geißen führen, ich habe es in Klammer gesetzt, jährlich ein Kitz. Das heißt, es ist wirklich die absolute Ausnahme, mir noch gar nicht bekannt, dass es auch Zwillingskitze gibt. Wenn ein Kitz geführt wird, dann ist es in der Regel ein Kitz. Wir haben beim Gamswild, ich habe schon gesagt, einen gering ausgeprägten Geschlechtsdimorphismus. Das heißt, äußerlich unterscheiden sich männliche und weibliche Tiere nur sehr gering. Das ist das optische Erscheinungsbild, sind eben die Stirnwaffen, die Krücken, die sie tragen und das ist auch das Körpergewicht. Das heißt, das haben wir bei anderen Schalenwildarten viel stärker, beim Reh zum Beispiel, wo nur das männliche Tier Hörner trägt, beim Rothirsch genauso und beim Rothirsch auch noch der große Gewichtsunterschied zwischen den beiden Geschlechtern. Beim Gamswild ist das sehr gering ausgeprägt und wenn es ums Thema Fortpflanzung geht, unterscheiden wir zwischen Capital Breedern und Income Breedern. Das Gamswild ist ein Capital Breeder. Was bedeutet das? Das bedeutet, die Energie, die Ressourcen, die aufgewendet werden, um sich fortzupflanzen, bezieht das Tier aus seinem
Kapital, das heißt aus seinen Ressourcen, aus den Reserven, die es im Körper gespeichert hat. Das heißt, das Gamsöl ist eben ein Capital Breeder. Die andere Gruppe wären die Income Breeder, die eben nicht quasi aus den eigenen Ressourcen die Energie beziehen, um sie fortzupflanzen, sondern das, was sie regelmäßig aufnehmen. Und man sieht das hier stark, also um das jetzt noch zu sagen, der Unterschied bei den Schalenwildarten ist da nicht so stark. Das Income Breeder hat man bei anderen, viel kleineren Tierarten viel stärker. Was meine ich damit? Wenn Sie sich diese beiden Linien anschauen, dann sehen Sie hier die blaue Linie, die Körperentwicklung, die Gewichtsentwicklung beim Rehbock und nochmal aufgetragen, der Tag des Jahres. Der Rehbock ist im Juni, Juli am schwersten und dieser Knick, den wir hier sehen, der markiert den Beginn der Brunft. Und dann werden sie leichter, verlieren in etwa, das ist in Prozent angegeben, verlieren in etwa 10% des Körpergewichtes und erholen sich relativ schnell wieder, sind dann wieder auf, schon im Oktober, wieder relativ hoch mit dem Körpergewicht. Beim Gamsbock, der die Brunft später hat, der hat auch das maximale Gewicht zu Beginn der Brunft, das ist Ende Oktober, wo wir das sehen, und der verliert dann extrem viel an Körpermaße, bis zu 30%. Das heißt, der Bock investiert sehr viel aus der eigenen Energie, die gespeichert hat, der Gamsbock, um sich fortzupflanzen. Das heißt, der investiert aus seinem Kapital, um sich fortzupflanzen. Das Kapital, was er auch brauchen würde, um den Winter zu überleben. Das heißt, zwei unterschiedliche Strategien, wenn wir uns hier das Schalenwild betrachten. Ganz grob, wo lebt das Gamsöl? Das wissen Sie alle. Typisch für alpine Gebiete, das heißt um die Waldgrenze, über der Waldgrenze, in sehr hochgelegenen Gebieten, aber auch in Wäldern. Was er braucht im Wald, das sind einfach steile und felsdurchsetzte Wälder. Das heißt, sie kommen im Wald auch sehr gut zurecht. Sie brauchen einfach die steilen und felsdurchsetzten Gebiete, sei es im Wald oder außerhalb des Waldes, um das Schutzbedürfnis zu befriedigen. Stichwort Lebensraum. Wenn wir etwas in die Geschichte zurückgehen, wie war die geschichtliche Verbreitung der Alpengämse und wie ist die aktuelle Verbreitung, gibt es eine sehr aktuelle Studie, die sich damit befasst hat. Und Sie sehen hier links oben die Verbreitung vor 20.000 Jahren. Die Farben, die unterschiedlichen Farben, ist jetzt nicht so wichtig, das sind unterschiedliche, die unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Genetik. Aber was Sie hier sehen, alles was farbig ist, ist das historische Vorkommen. Und im Wesentlichen ist genau der Alpenbogen da grau ausgespart. Natürlich haben wir da die Eiszeiten gehabt, es war da kein Lebensraum. Aber wenn wir uns das jetzt anschauen, hat sich quasi außerhalb von den Alpen, in den tieferen Lagen, hat sich das Gamsöl ausgebreitet auf die Alpen. Die Lücke da ist immer kleiner geworden, bis er den gesamten Alpenbogen besiedelt hat. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, das haben wir bei einigen Arten. Was jetzt aber anders ist im Vergleich zu Schneehühnern oder auch zu Schneehasen, wo wir sagen, die Alpen sind Rückzugsgebiete. Beim Gams ist es kein Rückzugsgebiet, weil sie haben ja den alten Lebensraum, den sie damals gehabt haben, den besiedeln sie ja weiterhin. Das heißt, es ist de facto zu einer Ausbreitung gekommen. Das hat sich diesen Lebensraum, den Alpenbogen erobert. Die alten Gebiete, die schon vor 20.000 Jahren besiedelt waren, die sind aber aufrecht geblieben. Das heißt, es ist kein Rückzug, wie man es bereits gesagt hat, beim Schneehuhn beobachten, sondern es war eine Ausbreitung, lebt jetzt eben weiter weg von den Alpen, in den Waldgebieten und in diesen hochalpinen Gebieten, die wir in den Kernalpen vorfinden. So viel zum Hintergrund, zur Verbreitung und zur Biologie. Viel diskutiert wird auch über die Entwicklung der Gamsbestände, nicht nur hier in Bayern, es ist im gesamten Alpenbereich so, dass wir sehr viel darüber diskutieren. Wirklich belastbare Zahlen auf einer großen Ebene gibt es eigentlich nicht. Das heißt, es gibt jetzt kein Monitoring, was sich auf ein ganzes Staatsgebiet oder gar alpenweit bezieht. Das Gamsöl ist eine Art, die bejagt wird. Das heißt, relativ gute Zahlen liefern die Jagdstrecken, woraus wir einiges ablesen können. Und wenn Sie sich dort anschauen, hier die Jagdstrecken aus zwei Ländern, unten die Schweiz, diese dunkelblaue oder schwarze Linie ist die Schweiz, und oben die rote Linie ist Österreich. Und Sie sehen ja, dass die Gamsstrecken relativ parallel angestiegen sind zwischen diesen zwei
in diesen beiden Ländern. Und dann haben wir so ab Mitte der 90er Jahre diesen Rückgang verzeichnet. Mittlerweile hat sich stabilisiert. Aber doch bemerkenswert ist hier, dass diese Entwicklung sehr parallel verlaufen ist. Das sind zwei unterschiedliche Länder mit zwei völlig unterschiedlichen Jagdsystemen. In Österreich ist es so wie da in Deutschland oder in Bayern, dass wir ein Revierjagdsystem haben. Das heißt, das Jagdrecht geht von Grund auf Boden, von Grund und Boden aus. Entweder ich bin Eigenjagdgroß, darf da jagen, oder ich bin bei einer Gemeindejagd. Und in der Schweiz ist es ein Lizenzjagdsystem in den meisten Kantonen. Nicht in allen, aber vor allem in den Kantonen, wo die großen Gamsstrecken erlegt werden. Das heißt, ich als Graubündner kriege oder kaufe eine Lizenz und darf in Graubünden einen Gamsbock erlegen. Das heißt, wir haben völlig unterschiedliche Jagdsysteme und dennoch diese ähnliche Entwicklung. Das heißt, irgendwas muss da schon dran sein, dass diese Entwicklung relativ parallel ist, sowohl der Anstieg als auch der Rückgang. Wie das zu erklären ist, auf das möchte ich jetzt noch eingehen, beziehungsweise, dass das nicht die ganze Wahrheit ist, das möchte ich jetzt in den folgenden Folien zeigen. Wir haben jetzt zwei unterschiedliche Länder gehabt, die Schweiz und Österreich. Und wenn wir uns jetzt Österreich genauer anschauen, vier Bundesländer, die so typische Gams-Bundesländer sind, wo wir relativ große Gams-Strecken haben, dann sehen Sie, dass wir da drei Bundesländer haben mit einer sehr ähnlichen Entwicklung, nämlich Salzburg, Steiermark und Tirol, wo die Strecken, nicht die Bestände, die Strecken auch stark zurückgegangen sind. Und die rote Linie, das ist Kärnten, zwar große Schwankungen, aber dennoch die Tendenz ist steigend bei den Gamsstrecken. Das heißt, da sehen wir jetzt das erste Mal, dass es da einen gewissen Ausreißer gibt, dass man das nicht auf das gesamte Gebiet, auf das gesamte Vorkommen übertragen kann. Das ist jetzt die Bundesländerebene. Die österreichischen Bundesländer sind dann in Bezirke eingeteilt. Das sind da die einzelnen Polygone. Und was Sie dort sehen, ist einfach der Vergleich von 1996 bis 1998 und 2016 bis 2018. Die Dichte, die Abschussdichte pro 100 Hektar, die Zahlen sind jetzt nicht wichtig. Dunkle Flächen bedeuten hohe Abschussdichte, helle Fläche sind relativ oder sind geringere Abschussdichten. Auf den ersten Blick erkennt man da den Unterschied nicht so stark. Da ist diese Darstellung besser oder aussagekräftiger. Wo Sie jetzt sehen, wenn wir da orange-rote Flächen haben, hat die Abschussdichte abgenommen. Wenn wir grüne Flächen haben, hat die Abschussdichte zugenommen. Und was wir hier schön erkennen, dass diese hellgrünen Flächen, alle hellgrünen Flächen, mit Ausnahme von Osttirol, in den Randbereich der Alpen sein. Das heißt, da seien wir schon eher in den Voralpenbereichen, tiefere Lagen, bewaldete Lagen und alle diese grünen Flächen befinden sich eben am Nordrand, am Ostrand, am Südrand oder da eben am Westrand der Alpen. Das sieht man hier auf dieser Darstellung besser. Sie sehen, da haben wir die Zentralalpen, also da haben wir die Alpenhauptkamm und nur in diesen Randgebieten sind die Abschüsse gestiegen, vermutlich auch die Bestandesdichten. Das ist einmal erstes Indiz, dass es hier unterschiedliche Entwicklungen gibt. Das hat uns oder mich darauf gebracht, dass da der Unterschied wohl, dass da der Unterschied im Lebensraum liegen muss. Und wenn wir da jetzt weiter hineinschauen, wenn wir unterschiedliche Bestandesentwicklungen haben, dann können sie nur zwei Gründe haben. Das heißt, positiv sind die Zuwachswechsel, negativ sind die Abgänge, sei es natürliche Mortalität oder sei es durch die Bejagung. Wenn wir jetzt da eben die Zuwachsraten uns anschauen und die drei Hauptwildarten, Schalenwildarten, sage ich jetzt mal, die bei uns vorkommen, anschauen, haben wir einerseits das Rehwild mit seiner sehr hohen Reproduktionsleistung. 50% vom Bestand in etwa wachsen jedes Jahr zu. Das heißt, wenn Sie 100 Rehe haben, haben Sie das nächste Jahr 150. Beim Rotwild ist das in etwa 35-40%. Und beim Gamswild, was wir jetzt sehen, haben wir einerseits die geringste Zuwachsrate, Reproduktionsrate, aber die Bandbreite ist riesig. 15-31%, das ist das, was man so beobachtet hat. Das heißt, wir haben da riesige Unterschiede, je nach Gebiet, je nach Studie, die durchgeführt wurde. Und das hängt wieder ganz stark mit dem Lebensraum zusammen, wo diese Studie durchgeführt wurde. Den vermeintlich typischen Gamswild-Lebensraum, diese alpinen Gebiete oberhalb der Waldgrenze
und in diesen Waldgebieten. Und dazu habe ich mir jetzt ein Beispiel vom Bundesland Salzburg die Zuwachsraten angesehen und errechnet. Und Sie sehen hier, das ist jetzt die Außengrenze des Bundesland Salzburges und diese einzelnen Flächen sind sogenannte Gamswaldräume. Das sind so eigentlich Management-Einheiten, aber die orientieren sich ganz grob am Populationsareal. Das heißt, wir haben zwischen diesen Flächen relativ wenig Austausch, relativ wenig Zu- oder Abwanderung. Und was Sie hier wieder sehen, grüne Flächen, sehr hohe Zuwächse, 23%, da auch über 20%. Und dann haben wir da Flächen mit nur 13-14%. Rechts, das ist jetzt die Steiermark, das stammt aus einer anderen Studie, deswegen optisch nicht ganz selber, aber da beobachtet man genau dasselbe. Da in den zentralen Gebieten, da sind die niederen Tauern, da oben sind die nördlichen Kalkalpen, sehr raue Lagen, da haben wir niedrige Zuwachsraten, 12%, 13, 14, 15. Und da wieder am Alpen Süd- und Ostrand oder Südostrand diese hohen Zuwächse von bis zu 25-27% haben wir da herunten. Das sind wieder genau die Gebiete, 1500-1800 Meter, sehr waldreich, eher milde Winter, da haben wir diese hohen Zuwachsraten. Und das erklärt diese unterschiedliche Entwicklung relativ gut. Das heißt, wir kennen diese Entwicklung, die ich ganz zu Anfang gezeigt habe, Schweiz, Österreich, die trifft nicht auf ganz Österreich zu, die trifft nicht auf die ganze Schweiz zu, sondern je nachdem, in welchem Lebensraum wir uns befinden. Das Problem, sage ich einmal, dass sich die Bestände unterschiedlich entwickelt haben, dass man das Wissen nicht gehabt hat und die ganzen Gamsbestände, wo eben gejagt worden ist, gleich bejagt hat. Das heißt, man hat angenommen, in etwa 15% ist die Zuwachsrate und so hat man es bejagt. Das heißt, in gewissen Gebieten hat das bedeutet, der Gams wurde reduziert, weil da waren nur 12% Zuwachs und in gewissen Gebieten ist der Gamsbestand angestiegen, weil die Zuwachsraten 20-25% waren. Und so mit diesen neuen Erkenntnissen soll es auch helfen, dass man die richtigen Abschussquoten festlegt und dass man die Entwicklung besser versteht. Wirklich sehr plakativ dargestellt sieht man das jetzt zum Beispiel am Pinzgau, das ist eben der politische Bezirk Zell am See, südlich von da, wo wir jetzt sind. Da herum befindet sich der Nationalpark Berchtesgaden und das ist eben der Pinzgau, die Gamswaldräume des Pinzgaus. Und Sie sehen da eben im Wesentlichen drei unterschiedliche Gebiete hinsichtlich der Zuwachsrate. Im Süden, da sind die hohen Tauern relativ niedrige, dann mittlere Zuwachsraten hier in dem Gebiet, das sind die nördlichen Kalkalpen und da in den Salzburger Schieferalpen, Kitzbüheler Alpen, haben wir die höchsten Zuwachsraten. Und Sie sehen schon, da in den hohen Tauern, das ist das Höhenmodell, die höchsten Lagen natürlich, niedrigste Zuwächse. Da in den sanfteren Gebieten haben wir viel höhere Zuwächse. Und interessanterweise oder eigentlich logischerweise ist das auch ident mit der Geologie, die wir hier vorfinden. Da in den hohen Tauern, Zentralalpen-Urgestein, wo wir die höchsten Erhebungen haben, die höchsten Berge. Da wiederum die niedrigsten Berge, sehr sanfte Lagen, hügelige, sehr waldreich in der Grauwackenzone. Da haben wir die höchsten Zuwächse. Und das erklärt es sehr gut, warum wir hier unterschiedliche Zuwachsraten haben. Wenn wir jetzt da noch einmal genauer hineinschauen, dann ist das jetzt eben so ein Lebensraum in den hohen Tauern. Da vorne wäre Zell am See, wir blicken hier Richtung Süden, es ist Bruck an der Glocknerstraße, da führt die Glocknerstraße rein, da haben wir Kaprun mit den großen Stauseen da hinten. Und diese rote Linie markiert Seehöhe 2000 Meter. Das heißt, Sie sehen da, dass wir da ziemlich viel Lebensraum haben, der über 2000 Meter ist, ergo sehr viel über der Waldgrenze. Da haben wir diese geringen Zuwächse, relativ eine hohe Sterblichkeit. Das ist da rechts unten eine dieser roten Flächen mit unseren geringsten Zuwächsen. Dann haben wir da im Norden die mittleren Zuwächse, das ist der Gamswaldraum Steinernes Meer. Also das, was da so ausgeschnitten ist, wäre der Nationalpark Berchtesgaden, da vorne eben der österreichische Teil. Die weiße Linie markiert eben die Grenze dieses Gamswaldraumes und da sieht man schon, da ist viel weniger Fläche, über 2000 Meter Seehöhe und da diese Hänge, diese doch bewaldeten Hänge, wo sich das Gamswald auch aufhält und dann in den Schieferalpen, da wäre diese rote Linie, also ist nur ganz eine kleine Fläche, die über 2000 Meter liegt und relativ
sanfte Gebiete, waldreiche Gebiete, genau da haben wir die höchsten Zuwächse. Und genau da hat der Gamsbestand auch angenommen. Genau da, wo eigentlich vom Management gewünscht war, dass die Bestände stabil sein sollen oder reduziert werden wollen. In dem Lebensraum, in den hohen Tauern, war das Ziel Bestand halten oder er darf durchaus anwachsen. Und genau da ist der Bestand gesunken, weil man überall das Gleiche gemacht hat. Überall gleiche Abschussquoten festgesetzt, in dem Gebiet reduziert, in dem Gebiet ist er angestiegen. Das heißt, der Lebensraum entscheidet eigentlich sehr viel über die Dynamik einer Gamswildpopulation. Das sind diese räumlichen Unterschiede, wie wir das nennen, die wir haben. Und jetzt kommt eben noch dazu, seit einigen Jahren oder Jahrzehnten, dass wir einen zeitlichen Unterschied haben und der wird im Wesentlichen durch den Klimawandel beeinflusst. Das ist das zweite Kernthema, über das ich heute sprechen möchte. Es wird ja relativ viel berichtet und auch relativ zum Glück relativ viel geforscht oder sehr viel geforscht zum Klimawandel und zu Wildtieren. Und das betrifft ja nicht nur das Gamswild oder Tiere in den Alpen. Wir haben im Zuge des Klimawandels beobachten wir sinkende Vogelpopulationen. Auch im Meer wird das beobachtet, und zwar ein Rückgang der marinen Biomasse durch die Erwärmung der Meere. Wir haben eine Verschiebung des Vorkommens von Pflanzen und Tierarten bei uns in den Alpen in höhere Lagen und gleichzeitig aber auch in nördlichere Lagen, in kühlere Gebiete. Ein Beispiel, sehr bekannt ist der Eisbär. Wir haben eine höhere Sterblichkeit und einen geringeren Fortpflanzungserfolg mit dem Rückgang der Meereisfläche als dem Klimawandel geschuldet. Und das führt eben zu Aussterben von ganzer Ordnungen von Pflanzen, Insekten und Säugetieren. Und wenn wir jetzt schon ein bisschen näher zum Gamswild kommen, wo das Gamswild dazugehört, zum Schalenwild, wir beobachten zum Beispiel in Skandinavien, dass das Körpergewicht bei Elchen sinkt, und das sinkt am stärksten in den nördlichsten Regionen, je weiter wir raufkommen. Und zwar liegt das daran, dass überall, wo wir diese starken Gradienten haben, entweder diesen starken Nord-Süd-Gradienten oder bei uns den Höhengradienten, haben wir extrem ausgeprägte Jahreszeiten. Und die Landwirte da erinnern, wissen es, wo das energiereichste Futter steht, das steht auf den Almen. Und wenn also im Zuge der Klimaerwärmung haben wir einen früheren Blü- und Wuchsbeginn der Vegetation. Das führt vielleicht dazu, dass wir früher Vegetation haben und vielleicht auch mehr, aber die ist weniger energiereich. Und deswegen beobachten wir das, was wir in den Alpen beobachten, die Kollegen in Skandinavien oder in Nordamerika, auch in diesen nördlichen Regionen, dass das Körpergewicht, hier am Beispiel Elche, bei Rentieren übrigens dasselbe, abnimmt. Bei den Rehen, das ist eher überraschend. Es ist eine geringere Überlebensrate bei den Rehkitzen mit früherem Vegetationsbeginn. Das ist durchaus ein überraschendes Ergebnis. Man würde meinen, die Flächen atmen früher aus, früher Esung, früher Nahrung, mehr Nahrung. Der Punkt ist, all diese Pflanzenfresser haben den Zeitpunkt, wo sie die Jungen zur Welt bringen, je nach Gebiet, wo sie vorkommen, perfekt getimt zu diesem Zeitpunkt, wo die energiereichste Nahrung im Frühjahr ist. Das ist in den niederen Lagen, wo zum Beispiel das Reh vorkommt, etwas früher, beim Gams später und wo der Steinbock vorkommt, noch später. Deswegen bringt der Steinbock die Jungen am spätesten zur Welt. Jetzt ist der Vegetationsbeginn 2 bis 3 Wochen nach vorne verschoben bereits. Das Reh setzt das Kitz aber noch immer zum gleichen Zeitpunkt, wo die Nahrungsqualität für die Mutter aber schon schlechter ist. Das heißt, die Qualität der Milch, die es ans Kitz weitergibt, ist schlechter, ist energieärmer. Und deswegen beobachten wir auch bei den Rehen eine geringere Überlebensrate. Das wird das Reh nicht besonders gefährden, weil es eben, anders als der Gams, nur ein Kitz führt, in der Regel 2 bis 3 Kitze führt. Aber dennoch spielt der Klimawandel auch beim Rehwild eine Rolle. Wenn wir jetzt schon näher Richtung Gamswild gehen, dann sehen wir hier, dass der Klimawandel sich auf die Lebensraumnutzung, auf die räumliche Verteilung ausübt. Das ist eine Studie von Schweizer Kollegen, die auch mit Jagdstreckendaten gearbeitet haben. Die haben wirklich hervorragende Daten. Zusätzlich zur Wildart, zum Alter, zum Geschlecht zeichnen die
Graubünden hat tatsächlich den Erlegungsort ganz genau auf. Das heißt, es wird einem Wildhüter gemeldet und der muss bestätigen oder zeichnet den Erlegungsort exakt auf. Das heißt, sie wissen, wo das erlegt worden ist, wo das Tier erlegt worden ist und wissen daher auch die Seehöhe. Was haben die Kollegen aus der Schweiz gemacht? Sie haben zwei Perioden gemacht, 1991 bis 2001, wo der Klimawandel noch nicht so stark ausgeprägt war, und dann die zweite Phase, die merklich wärmer war, 2002 bis 2013. Und sie haben beobachtet, dass die Rehe, die erlegt worden sind, im Schnitt, wir haben knapp 20 Meter, das ist noch nicht so viel, aber der mittlere Erlegungsort ist in der wärmeren Periode höher gewesen. Das gleiche haben sie beim Rothirsch beobachtet. Auch da ist die Seehöhe angestiegen, die Erlegungsorte. Das gleiche beim Gamsbock, also beim Gamswild. Und das gleiche auch beim Steinbock. Das heißt, es haben sich alle diese Tiere nach oben verschoben. Es verlagert sich alles nach oben. Das heißt, im Zuge des Klimawandels haben wir da auch eine räumliche Verschiebung. Sie weichen einerseits diesen hohen Temperaturen direkt aus. Gerade Gams und Steinbock sind an Kälte angepasst, können mit Hitze nicht gut umgehen. Aber andererseits folgen sie auch dem frischen Grün, das zum gleichen Zeitpunkt nun weiter oben vorkommt. Und das erkennen wir hier an diesem Anstieg der Tiere. Die räumliche Verschiebung, dann ist ein Beispiel auch die zeitliche Verschiebung der Aktivität, ist auch eine Studie aus der Schweiz, aus dem Schweizerischen Nationalpark mit besenderten, telemetrierten Gämsen, die sie eben angeschaut haben. Links die Aktivität tagsüber und Sie sehen hier herunten die Temperatur tagsüber aufgetragen. Und Sie sehen hier, dass wenn es ganz kalt ist, unten das Blaue sind die Böcke, relativ wenig Aktivität und die steigt dann bei minus 5, um die 0 bis plus 5 Grad ist da die maximale Aktivität tagsüber. Wenn es zu warm wird, so ab etwa 8 bis 10 Grad, nimmt die Aktivität tagsüber ab. Das heißt, je höher diese Linie ist, desto höher die Aktivität. Und wir sehen da, wenn es bei 10 bis 20 Grad ganz eine geringe Aktivität. Und die wird ausgeglichen, rechts, Aktivität nachts, mit einer höheren Aktivität in der Nacht. Wir sagen immer, das Gamswild ist tagaktiv. Ist eine dankbare Wildart zum Beobachten, weil die tagaktiv ist. Mit dem Klimawandel wird auch das Gamswild vermehrt nachtaktiv, verlagert die Aktivität in die Nacht, ist sehr hitzeempfindlich, im Sommer um die 15 Grad, also leidet es um die 15 Grad unter Hitzestress, im Winter, weil es ein anderes Fell hat, natürlich schon etwas früher. Das heißt, wir haben da auch eine zeitliche Verlagerung. Das sind jetzt nur zwei Beispiele, was das Gamswild betreffen, die wir uns jetzt im Detail angesehen haben. Es gibt da noch einige andere Studien. Die ersten beiden haben wir gesehen, Abwandern in höhere Lagen, Verschiebung der Aktivität in die Nachtstunden. Dann gibt es noch eine Studie, negative Wirkung auf das Gamswild, sinkendes Körpergewicht. Dann gibt es aber auch Studien, die haben sich das auch angeschaut, im Zuge des Klimawandels Abwandern in tiefere Lagen. Das ist genau das Gegenteil, was die Schweizer gesehen haben. Steigende Zuwachsraten im Zuge des Klimawandels, ist eigentlich überraschend, wenn wir sehen, Körpergewicht sinkt, negativer Einfluss, steigende Zuwachsraten. Und dann gibt es eine Studie aus der Schweiz, die sich die ganze Schweiz angesehen hat, stabiles Körpergewicht, kein Einfluss im Zuge des Klimawandels. Auch relativ neue Studie, war auch ein überraschendes Ergebnis, wenn man genauer hinschaut, diese Studien haben sich alle alpine, hochalpine Gamspopulationen angeschaut. Diese Studien, wo es eigentlich nach unten geht, Abwanderung nach unten oder positiver Einfluss des Klimawandels, das waren Populationen im Wald. Die Schweizer hier, also alle Studien richtig, die haben alles in den Topf geworfen. Die haben sich nicht unterschieden, schauen wir jetzt alpine Populationen oder schauen wir subalpine, montane Populationen im Wald, sondern haben alles in den Topf geworfen und haben dann gesagt, naja, es ändert sich nichts im Klimawandel. Und das war auch ein Grund für mich, warum ich da mal genauer hineingeschaut habe. Das heißt, besteht denn da eine Wechselwirkung auf das Gamswild zwischen Klimawandel und Lebensraum? Das heißt, wirkt sich der Klimawandel in diesem Lebensraum, hochalpin, anders aus als in diesem Lebensraum, im Wald? Das heißt, wir haben da eine große Studie gestartet. Das waren im ersten Teil im Wesentlichen Österreich, Kärnten, Steiermark und Salzburg. Später ist dann auch noch
sind noch Daten vom Nationalpark dazugekommen, Daten aus der Schweiz und aus dem Fürstentum Liechtenstein. Wir haben eine Fläche von 1,4 Millionen Hektar angeschaut in 28 unterschiedlichen Populationen mit einer riesigen Seehöhenspreitung von 300 bis 3000 Meter Seehöhe, haben auch wieder mit Abschussdaten, mit Jagdstreckendaten gearbeitet, über einen sehr langen Zeitraum von 27 Jahren. Das heißt, wir haben auch das Körpergewicht gehabt und wollten eben wissen, welche Umweltvariablen haben denn einen Einfluss. Das waren gewisse Vegetationsdaten, das waren auch die Schneehöhe und die Temperatur. Und was der Unterschied ist, wir haben von jeder dieser Gebirgsgruppe Population uns den Waldanteil angesehen. Das heißt, Sie sehen hier unser ganzes Studiengebiet und diese schwarzen Linien kennzeichnen die Grenzen zwischen Gebirgsgruppen. Das ist eine offizielle Einteilung, die nennt sich Alpenvereinseinteilung der Ostalpen. Das sind die Grenzen zwischen Gebirgsgruppen, das sind meistens Täler. Und aus diesen ganzen Gebirgsgruppen haben wir Daten zu Gamswild bekommen. Und die grünen Flächen sind Waldgebiete im Vorkommensgebiet und die roten Flächen sind alpine Offenlandflächen im Vorkommensgebiet der jeweiligen Gamspopulation. Und wir sehen jetzt da eher im Ostrand, dass da grüne Flächen dominieren. Da ist ein hoher Waldanteil und da eher im Westen, hohe Dauern, da haben wir viele rote Flächen mit einem eher geringen Waldanteil, ein hoher Anteil an alpinen Flächen. Erstes Ergebnis, Bestätigung von anderen Studien, über die Zeit sinkt das Körpergewicht, sowohl von den Geißen als auch von den Böcken. Unten sehen wir jetzt die Zeitachse aufgetragen, 1992 bis 2019, sinkendes Körpergewicht. Wenn wir jetzt dies aufdröseln in die unterschiedlichen Populationen, unterschiedlichen Waldanteil, dann sehen wir, da die rote Linie, da sind die alpinen Lebensräume, dort das Körpergewicht ganz stark abgenommen, stärker als da im Mittel, während da in diesen grünen Gebieten das Körpergewicht im Wesentlichen stabil geblieben ist, über die Zeit. Das heißt, wir haben ja jetzt eine zeitliche Änderung. Das Körpergewicht sinkt, aber die Unterschiede zwischen diesen Gebieten sind eigentlich enorm, also im Wald viel geringer. Und jetzt wollten wir wissen, was ist denn jetzt der Grund, warum zwischen diesen Gebieten, was ist der Treiber, der dort das Körpergewicht sinken lässt und hier eben nicht, und haben uns dazu eben angeschaut, Schneehöhe, Frühlingstemperatur, Sommertemperatur. Und wenn Sie jetzt schauen, da sehen wir hier unten nochmal die Zeitachse und die haben wir hier ersetzt über die Frühlingstemperatur und dann sehen Sie, da ist es kalt, es wird immer wärmer und das ist der Punkt, warum wir hier die Unterschiede haben, dass in hohe Temperaturen sich nur in alpinen Gebieten negativ auf das Körpergewicht von Gams auswirken, während in Waldgebieten, die grüne Linie, die Temperatur gar keinen Einfluss auf das Körpergewicht hat. Das heißt, da passiert irgendwas, da gibt es anscheinend eine buffernde Wirkung im Wald, die negativen Auswirkungen der steigenden Temperaturen abbuffert. Sehr stark negativ sind die Auswirkungen im alpinen Gebiet und diese graue Linie jetzt, das wären zum Beispiel die Berchtesgadener Alpen. Da liegen die Berchtesgadener Alpen in der Entwicklung, wenn wir jetzt das gesamte Populationsareal uns ansehen, das heißt minimaler Rückgang des Körpergewichtes der Gämsen in diesem Gebiet. Aber warum haben wir jetzt denn die Unterschiede? Was wirkt denn da jetzt, wie wirkt sich denn die Temperatur direkt oder indirekt negativ auf das Körpergewicht bei den Gämsen aus? Das sind im Wesentlichen drei Faktoren, die das erklären. Es werden mehr sein, aber drei sind die hauptsächlichen Treiber. Das ist einmal die Auswirkung auf die Esungsqualität. Nicht auf die Menge, die ist ausreichend vorhanden, ist vor allem alpin ausreichend vorhanden, aber es ist die Qualität. Das heißt, früherer Vegetationsbeginn bedeutet auch, dass die Energie früher abnimmt, dass im Spätsommer, im Herbst die Vegetation eher verholzt und energieärmer ist. Das ist die direkte Auswirkung der Temperatur. Das zweite ist Energieverbrauch für die Thermoregulation. Das braucht jeder Organismus, wenn er heizen muss. Das braucht er auch, wenn er kühlen muss. Wir haben es vorher gesehen bei der Studie von den Schweizern. Gamswild ist
hitzeempfindlich und wenn es ihm heißer ist, wird einfach mehr Energie verbraucht, um den Organismus zu kühlen. Zweiter Punkt, warum alpin das eher ausgeprägt ist, in waldreichen Gebieten haben wir das mehr Schatten, ein anderes Mikroklima, da ist es einfach, da wirken sich die hohen Temperaturen nicht so stark aus. Und das dritte ist eine Verhaltensänderung, das heißt, es wird einfach weniger Zeit für die Essungsaufnahme verwendet, gerade tagsüber. Der Gams sucht sich irgendwann einen schattigen Platz, liegt vielleicht im Frühjahr noch länger auf den Schneefeldern, zieht im Herbst schon wieder Richtung Schneefelder, nimmt einfach weniger Essung auf, was sich wieder negativ auf das Körpergewicht auswirkt. Und all diese drei Punkte sind in Waldgebieten aufgrund des anderen Mikroklimas viel geringer ausgeprägt. Warum ist es jetzt so wichtig, dass das Körpergewicht, warum ist es relevant, wenn das Körpergewicht abnimmt? Das ist deswegen relevant, weil mit sinkender Körpermasse auch eine höhere Sterblichkeit und eine geringere bzw. spätere Reproduktion einhergeht. Und das beobachten wir nur hier in diesen alpinen Gebieten. Das heißt dasselbe, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu komplex, es geht darum, dass quasi die Energie, die diesem Tier zur Verfügung steht, das sind die gespeicherten Reserven, das ist das Körpergewicht. Und es gibt drei, vereinfacht gesagt, drei Dinge, die den Gams interessieren. Das Wichtigste ist das Überleben, das Zweitwichtigste ist Körperwachstum und erst an letzter Stelle kommt die Fortpflanzung. Wenn jetzt dann quasi das Körpergewicht, die gespeicherte Energie gering ist, dann wird der Gams mehr ins Überleben investieren und weniger in die Fortpflanzung investieren. Und das ist das, was wir in den alpinen Gebieten beobachten. Der Gams braucht dort einfach mehr, um diesen langen, harten Winter zu überleben. Und das wird im Klimawandel nochmal verstärkt. Im Wald, wo der Winter generell kürzer ist, weniger hart ist, da kann er sich's leisten, früher und vor allem mehr in die Reproduktion zu investieren. Deswegen beobachten wir im Wald höhere Reproduktion, steckt mehr hinein, reproduziert früher, deswegen habe ich zuerst geschrieben 2 bis 3 Jahre, im 2. bis 3. Lebensjahr, Reproduktionsbeginn, der ist im Wald durchaus ein Jahr früher. Und die Geißen kriegen jährlich ein Kitz. In alpinen Gebieten kann es sein, dass sie mal einen Kitz setzen mit 3, 4 Jahren, dann setzen sie einmal aus, bringen kein Kitz, und die haben einfach in den ersten Jahren weniger Kitze als in alpinen Gebieten. Das ist der Unterschied, wenn Sie sich erinnern, die unterschiedlichen Zuwachsraten zwischen den einzelnen Gebieten. Das erklärt sich dadurch, dass das Gamswild je nach Lebensraum in unterschiedliche Merkmale, sage ich es einmal, investiert. Überleben, Wachstum, Wachstum, Überleben und in die Fortpflanzung. Wenn wir jetzt, ich glaube, es sind doch einige Jägerinnen, uns überlegen, aber ich glaube, das können sie sich selbst herleiten, was hat denn das jetzt für eine Relevanz für das Wildtiermanagement, für die Jagd? Das bedeutet, dass die nutzbaren, nachhaltig nutzbaren Abschussquoten in Wäldern höher sind als in alpinen Gebieten. Das heißt, da können sie durchaus mehr schießen, ohne dass sie reduzieren. Der Unterschied ist relativ stark, das haben wir zuerst gesehen. Die Berücksichtigung der Altersklassen ist in alpinen Gebieten wichtiger als im Wald, weil die Reproduktion später stattfindet, nicht bei den weiblichen Tieren, nicht jedes Jahr passiert, aber sie bis ins höhere Alter Kitze kriegen. Das heißt, die Geiß im alpinen Gebiet kriegt gleich viele Kitze wie die Geiß im Wald, aber sie muss älter werden. Im Wald hat sie die Reproduktion mit 10, 12 Jahren abgeschlossen. Dann sage ich es jetzt einmal, ist der Körper verbraucht, dann schaut sie nur mal, sie überlebt. In Alpinengebieten, 15-, 16-jährige Gamsgeißen, sie wissen, es ist keine Seltenheit, dass die ein Kitz führen. Das wird im Wald eher selten sein, dass sie eine Geiß sehen mit 15-, 16 Jahren, die noch ein Kitz führt. Und sie werden es ahnen, der Klimawandel verschärft diese Unterschiede zwischen diesen beiden Lebensräumen nochmals. Ich habe Ihnen jetzt einiges gezeigt, was wir bisher wissen. Das sind einige negative Auswirkungen auf das Gamswild, andererseits keine oder sogar positive Auswirkungen, wenn der Gams im Wald lebt, wo wir diese negativen Auswirkungen nicht beobachten. Was wir jetzt noch nicht wissen, ob denn der Gams in diesen Gebieten,
wo er die Möglichkeit hat, wie er denn darauf reagiert. Sprich, wenn ich sowohl in offenen alpinen Regionen einen geeigneten Lebensraum habe und in tieferen Lagen, steile, felsdurchsetzte Wälder, da wo wir uns genau befinden. Und das ist der Grund, warum wir uns das hier im Nationalpark genauer anschauen wollen. Das heißt, wir statten in unterschiedlichen Lebensraumtypen die Gems mit GPS-Halsbandsendern aus, dass wir eben die jeweiligen Aufenthaltsorte beobachten können. Wir machen das im Wald, an der Waldgrenze und alpinen Gebieten und wollen uns eben anschauen, wie sie auf steigende Temperaturen, auf viel Schnee, auf wenig Schnee reagieren. Wollen sie nach oben, wollen sie nach unten? Gibt es keine Verhaltensänderung? Verlagern sie die Aktivität in die Nacht? Gehen sie in den Wald? Gehen sie ins Offenland? Weiters wollen wir uns anschauen, was passiert denn bei einer Störung? Sprich, wie reagieren sie auf Tourismus? Wie reagieren sie auf die Wildstandsregulierung? Gibt es denn Unterschiede, ob der Tourist in der Kernzone, wo nicht gejagt wird, den Gams auf einen Gams trifft oder ob er eben in der Managementzone, wo durchaus noch eine Bejagung stattfindet. Gibt es da Unterschiede? Wir vermuten es. Und wie stark ist denn der Austausch zwischen diesen Lebensräumen, offene alpine Lebensräume und Waldbereiche, zwischen den Jahreszeiten? Haben wir denn Gämsen, die das ganze Jahr am Steinernen Meer sich aufhalten oder wandern alle? Gibt es welche, die das ganze Jahr im Wald sind? Selbst im Sommer, im Winter im Wald sein. Das alles wollen wir hier mit dieser Studie herausfinden. Genau das habe ich erklärt. Wir wissen jetzt die negativen Auswirkungen auf die Physiologie. Wir wissen aber noch nicht, bei uns, wie reagiert er denn drauf? Zieht er ganz nach oben oder zieht er nach unten mit diesem Klimawandel? Wir haben jetzt die ersten Tiere am Sender und haben noch keine detaillierten Ergebnisse. Also ich kann nur einmal eine Anekdote erzählen. Dieser Gamsbock, den haben wir am 23. November besendet. Der hat sich dann eigentlich durchwegs da in tiefen Lagen aufgehalten, 950 Meter Seehöhe. Sie werden es kennen, da ist das Wimbachschloss. Und der war eigentlich durchwegs so in diesen Gebieten. Was ist am 30. Dezember passiert? Also hat wirklich eineinhalb Monate immer da. Am 30. Dezember ist er schnurstracks direkt ohne Unterbrechung darauf gezogen. Die Ortskundigen kennen es, das ist die Hochalmscharte. Auf 1650 Meter Seehöhe. Wie warm haben sie sich zu Silvester angezogen heuer? T-Shirt? Genau das ist da gewesen. Da haben wir diesen Wärmeeinbruch gehabt. Ich bin am 4. Jänner bin ich selber darauf gegangen, wollte ihn beobachten, er war nicht zu finden, der Gamsbock. Wie ich rübergekommen bin, ist er runter gestanden. Was ist gewesen? Ich habe es ihnen gesagt, die Schweizer haben uns gesagt, bei 8 bis 10 Grad leiden sie unter Hitzestress. Was ist passiert? Das ist die Temperatur, Ramsau-Schwarzeck, 4 Grad, 6 Grad. Und genau am 30., wo es die 8 Grad erreicht hat und die Temperatur angestiegen ist, genau da ist der Gamsbock nach oben gezogen, da oben ist Schnee gelegen, das ist genau die Kante, da hinten ist noch Schnee gelegen, hat sich bis zum 3. da oben aufgehalten. Erster, zweiter bis zum dritten, am vierten bin ich raufgegangen, da ist es kühler geworden, ist der Gamsbock wieder runtergekommen. Das ist ein relativ alter Bock, also der hat einfach genau gewusst, was er tut. Das ist jetzt eine Einzelanekdote, wenn wir mehr Daten haben wollen und uns wirklich das komplexer anschauen, das auswerten, wie stark reagieren sie denn? In dem Fall ist er nach oben gewandert. Wir müssen aber denken, das war jetzt Winter, das heißt, was hat er für eine Möglichkeit, wenn es herunten warm ist? In Schatten? Und oder in Schnee. Das heißt, in dem Fall ist es in die andere Richtung passiert. Ich traue mich zu behaupten, dass es im Sommer genau umgekehrt sein könnte. Das heißt, wenn es wirklich warm ist, irgendwann ist oben aus und ist oben kein Schnee und keine Gletscherfläche mehr, dann könnte es durchaus passieren, dass es auch in die andere Richtung geht. Das werden wir in etwa eineinhalb bis zwei Jahren wissen. Und ich freue mich schon, wenn wir Ihnen dann diese Ergebnisse präsentieren dürfen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Thank you.
Du hast schon gut gesagt, das ist eine Schätzung. Wir haben jetzt 2 bis 3 unterschiedliche Methoden, wie wir versuchen, die Bestände zu schätzen. Das erste sind einmal diese Zählungen in Referenzgebieten und ausgehend von denen das hochzurechnen. Die Zählungen sind gut geeignet, wenn sie über einen ausreichend langen Zeitraum passieren. 1-2 Jahre ist zu wenig, aber wenn Sie einen langen Datensatz haben, dann funktioniert das. Und ich kann Ihnen keine genaue Zahl nennen. Es liegt irgendwo zwischen 1500 und 2000 Stück. Wahrscheinlich ist es irgendwo bei 1800. Aber genauer können wir es noch nicht sagen. Was wir jetzt seit 2 Jahren auch noch intensiviert haben, ist ein Fotofallenmonitoring, wo wir jetzt auch noch versuchen, Bestandesschätzungen zu machen. Bestandesschätzungen. Wie viele Tiere sollen denn besendet werden, weil um eine Signifikanz zu erreichen und die Fragen zu beantworten, braucht man ja schon einen ganz schönen Datensatz, denke ich. Und es ist ja recht aufwendig, die zu besendern. Also was ist da so das Ziel? Also wir haben einen Tierversuchsantrag gestellt mit gewissen Auflagen und haben dort 30 Tiere beantragt und bewilligt bekommen. Und wir wollen das im Wesentlichen vollkommen richtig. Wir brauchen eine gewisse Stichprobengröße und wollen versuchen, das nach Geschlechtern in etwa zu teilen, also dass ich in etwa die Waage halte oder zumindest 10 Tiere von dem einen Geschlecht, von anderen dürfen es mehr sein. Aufwendig ist es vor allem bei den weiblichen Tieren, ja. Meine Frage ist, wie ist denn der Austausch bei den Lebensräumen? Beim Reh ist halt so, wenn ich halt auf einer Fläche intensiv jage, ziehen die nach. Gibt es da Erfahrungen, wenn ich jetzt beim Gams in der Alpinien im Felsenbereich die intensiv bejage, ziehen die aus dem Wald nach, wenn da was frei wird oder eher nicht? Das ist vollkommen richtig beobachtet. Das trifft beim Reh am stärksten zu, weil Reh sowohl männlich als auch weiblich territorial lebt. Das heißt, es hat Reviere. Wenn dort eins erlegt wird und angenommen, es war dominant ist, dann hat das ein hochwertiges Revier gehabt und es wird natürlich von einem anderen Tier aufgefüllt. Gamswild ist auch territorial, aber viel weniger ausgeprägt, kommt wieder auf den Lebensraum an. Erstens die Geißen nicht territorial, die Böcke stärker territorial und vor allem im Wald. Das heißt, wenn du im Wald einen dominanten Bock schießt, musst du davon ausgehen, musst oder darfst, dass du ein Jüngerer nachzieht. Ja? Vom Berggans und Waldgans. Ich denke, dass ihr das in unserem Bereich ein bisschen vermischt. Oder könnt ihr das feststellen, wenn ihr habt ihr jetzt besättet und forscht, haben explizit in unseren Höhensteinen das Meer zum Beispiel die Berggans und herunten dann die Waldgans oder vermischen die den? Also genau, ich darf noch kurz die Frage für unsere Gäste noch mal wiederholen. Also die Frage war jetzt dann, Berggams und die Waldgams quasi heute auch berücksichtigen in der Studie finden als separat, ob ihr da drauf schaut. Also gesagt habe ich es nie, Berggams und Waldgams, und das wird man von mir auch nie hören, außer die Studie zeigt was anderes. Das ist genau das, was wir uns jetzt anschauen wollen. Dass ein Austausch da ist, davon bin ich überzeugt, aber wir wissen nicht, wie stark er ist. Und also, wie gesagt, das sind jetzt auch Anekdoten. Wir haben da einen Gamsbock, faszinierend, wirklich faszinierend, das ist jetzt zwar seit 2 Monaten am Sender, steht auf etwa 900 Meter Seehöhe, wo Waldgebiet ist, der ist noch nie kein einziger Datenpunkt im Wald. Also ich bin fasziniert, ob er das beibehält, ob das Zufall ist, aber ich spreche nicht vom Wald und gerade Gams, wir genau das wollen wir herausfinden. Gibt es einen Austausch und wie stark ist dieser Austausch? Und der kann natürlich da gegeben sein, wo auch die Waldlebensräume steil und fels durchsetzt sind. Traditionell hat man doch eher angenommen, dass die Gams den Einstand suchen nach einem Sicherheitsbedürfnis, dass sie also den Touristen ausweichen, wenn da oben viele Touristen sind und in den Wald gehen und andererseits früher, wenn unten der Luchs war, dem ausgewichen sind, in den die Hochlagen gegangen sind. Sie haben jetzt als Hauptfaktor Ernährung und Temperatur genannt. Können Sie dieses Sicherheitsbedürfnis weitgehend ausschließen oder ist es noch im Hintergrund vorhanden?
Das stimmt natürlich. Es ist ein guter Punkt. Also wir haben jetzt explizit wissen wollen, welchen Einfluss hat die Temperatur. Wir haben das explizit wissen wollen. Das Sicherheitsbedürfnis befriedigt der Gams, indem er sich in felsige Gebiete begibt. Das heißt, beim Rotwild ist es so, wenn ein Feind da ist, das Rotwild will, große Distanz zwischen sich und dem Feind bringen. Flüchtet schnell und weit. Das Rehwild schlüpft und versteckt sich und der Gams springt in den Felsen. Das hilft ihm gegen einen Luchs, das hilft ihm aber nicht unbedingt was gegen einen Jäger. Aber wir gehen davon aus, dass es, also wenn es ausreichend felsige Gebiete in dem Wald gibt, dass das für ihn das Sicherheitsbedürfnis ausreichend befriedigt, dass er nicht offene Lagen aufsuchen wird. Ich vermute, und ich glaube, das vermuten Sie auch, dass mit der Anwesenheit des Luchses zum Beispiel sich unter Umständen das eher in die offenen Gebiete verlagern könnte, weil der Luchs braucht den Wolf zum Jagen. Also würde ich bejahen, dass es eher in diese Richtung geht, ja. Frage dazu, und zwar, ich habe die Ausarbeitung aus dem Jahr 1978, und zwar zur Entwicklung und Regulierung der Wildbestände im Nationalpark Berchtesgaden von Professor Dr. A. Herzog und Professor R. R. Hoffmann unter Mitarbeit von Forstdirektor Nerl. Und Sie haben zuerst eine Aussage getroffen, was die Wilddichte angeht oder die Gamsbestandsdichte im Nationalpark heute. Sie rechnen ungefähr zwischen 1500 und 2000 Gams. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Zur damaligen Zeit Oberforstmeister Hauber betrug der Gamsbestand um das Jahr 1820, das ist lang her, im Bereich des jetzigen Nationalpark Berchtesgaden zwischen 4.000 und 5.000 Stück. Also, dass man sieht, was ungefähr die Bestandsdichteentwicklung ist. Und da hätte ich nur eine grundsätzliche Frage. Eine Ausarbeitungen haben jetzt alle österreichische und Schweizer Fakten betroffen. Welche Fakten hat Deutschland bisher? Oder beziehungsweise was hat man erhoben über die Jahre, Jahrzehnte? Hat man sich da keine Gedanken gemacht oder hat man diese Fakten nicht festgestellt? Hat man nur geschossen oder hat man auch nur gesagt, es ist zu viel da? Zum ersten Punkt hat es da eine Frage gegeben, oder? Zum ersten Punkt, ja, ist eine grundsätzliche Feststellung. Okay, ja. Man sieht also die Entwicklung des Gamsbestandes über die Zeit. Und die zweite ist natürlich eine Fragestellung. Also diese Studien, die ich aus Österreich gebracht habe, die stützen sich auf Monitoring, auch der Jagdverbände und aus den Streckendaten. Ich kann jetzt nicht für Deutschland sprechen. Erstens bin ich ja Österreicher. Und ich kann aber für den Nationalpark sprechen. Und der Nationalpark hat, das ist etwas, was ich wirklich als Wissenschaftler, der von Daten abhängig ist, sehr positiv aufgenommen hat, die Jagdstreckenaufzeichnung seit den 70er Jahren, glaube ich, wirklich 1A, dass wir genau wissen, wann, wo, was erlegt wird. Und das hilft uns ja auch, diese Jagdstreckendaten, um Zuwächse zu errechnen und auf Bestandesdichten zu kommen. Ich kann es aber nicht für den Rest von Bayern und schon gar nicht für Deutschland sagen. Für den Nationalpark haben wir wirklich sehr gutes Datenmaterial. Es geht im Endeffekt auch darum, Sie haben schon angesprochen, es geht ja nicht nur um den Nationalpark, im Endeffekt geht es um einen Gamsbestand im Alpenraum, beziehungsweise im deutschen Alpenraum. Und das betrifft ja die bayerischen Staatsforsten. Wie ist man da mit den Gams über diese Jahre, Jahrzehnte eigentlich umgegangen? Weil hat man da Zahlen oder hat man eigentlich nur Fakten geschaffen und hat gesagt, zu viel Wild, man muss dezimieren? Und wenn man halt keine belastbaren Fakten hat, wovon man ausgehen kann, auf was stellt man dann das Ganze eigentlich? Ich kann Ihnen die Frage nicht... Richtig, ja. Der Dr. Müller, der da vorne sitzt, der könnte es vielleicht besser sagen. Aber im Endeffekt trifft es ja die Gamspopulation im Alpenraum. Also ich kann es nicht beantworten, nur was ich mitbekommen habe, dass auch die Staatsforsten bzw. der Forstbetrieb Berchtesgaden ein Monitoringverfahren, ein Zählverfahren anwendet, das wissenschaftlich abgesichert ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ich einfach nicht mehr dazu weiß. Ja. Seit ein paar Jahren. Seit 3 Jahren. Naja, aber es ist doch gut, wenn man damit anfängt. Das würde ich jetzt sagen. Ich habe
Wir haben jetzt die Forschung seit 2-3 Jahren hier aufgestellt, wo wir viele neue Monitorings entwickelt haben. Und also ich sehe es eher positiv, dass der Forstbetrieb den Schritt gesetzt hat, wir monitoren ab jetzt. Also ich meine grundsätzlich, heute geht es jetzt mal um den Nationalpark. Ich frage Daniel, willst du dich dazu äußern? Hier musst es nicht, aber wenn du gerne willst, dann kannst du es noch ergänzen. Ja, also ich scheue mich da natürlich nicht, darauf zu antworten. Also es ist so, dass die Hauptdaten, die wir haben, und zwar die reichen schon viele Jahrzehnte zurück, sind die Streckendaten. Also wir wissen, wie viele Stück sind erlegt worden, nach Geschlechtern getrennt und so weiter. Das sind die Daten, die auch der Dr. Reiner über die aus seinen alten Studien, wo er diese über 20.000 Daten herangezogen hat, die er dort hatte. Also das machen wir selbstverständlich. Das Monitoring über die Wildbestände obliegt ja den Jagdbehörden und dort werden die ganzen Daten zusammengefasst über alle Waldbesitzarten und alle Jagdbesitzarten hinweg. Unsere Strecken, wenn man in die Vergangenheit schaut, da gab es auch eine ähnliche Entwicklung, wie es in der Schweiz und in Österreich gesehen wurde. Es gab einen Anstieg, der bis in die, sage ich mal, 80er Jahre ging und danach wieder einen Abfall. Ich kann mir vorstellen, dass das eine ähnliche Synchronisation war, also wenn man die übereinander legt, dass sich das ziemlich ähnlich darstellt. Die letzten 25 Jahre haben wir einen ziemlich stabilen Gamswildbestand, zumindest die Gamswildstrecken sind die gleichen geblieben. Und wir haben ja einen Haufen Berufsjäger, die viel Erfahrung haben und die können alle bestätigen, dass die Gamswildbestände stabil sind. Inzwischen wollen wir uns professionalisieren. Der Nationalpark hat vor 2 Jahren die Wildbiologenstelle geschaffen und macht das dort. Und wir haben vor 3 Jahren begonnen, uns auch zu professionalisieren, was die Datenerhebung angeht und haben ein Gamswildmonitoring im Blockzählverfahren bei uns eingeführt. Das ist im ganzen Bayerischen Staatsforsten, im Alpenraum wird das jetzt gemacht. Wir haben da Unterstützung von einem sehr erfahrenen Wildbiologen aus der Schweiz, der uns das Ganze mit aufgesetzt hat. Wir sind sehr zufrieden, haben leider erst seit 3 Jahren die Zahlen, aber sie sind, wenn man sie vergleicht mit den Zahlen, die anderen wo gesammelt wurden, dann sieht man, dass die Streckenzahlen, also wie viel wurden jedes Jahr erlegt, dass man doch einen Zusammenhang sehen kann zwischen dem Blockzählverfahren und den Streckendaten. Und in Summe, wir haben ja auch immer Gäste auch mit eingeladen, die beim Zählen dabei sind, von unseren Jagdbehörden, von den Jagdverbänden. Und was wir sehen können, ist, dass wir einen guten Gamswildbestand in unserer Region haben, nicht nur im Nationalpark, sondern auch drumherum. Und wir haben ja die feste Zielsetzung, dass wir den Gamswildbestand auf der Höhe lassen. Also da ist überhaupt keine Sorge. Wir haben verschiedene Zonen in den Bayerischen Staatsforsten, aber ich mag jetzt nicht ein Co-Referat halten, aber wenn das Interesse da ist, wir haben verschiedene Zonen der Bejagung. Wir jagen dort intensiv, wo Infrastruktur, Siedlungsräume geschützt werden müssen vor Lawinen und vor Steinschlag. Wir haben Zonen, in denen wir weniger jagen, als der Zuwachs ist. Dort steht die Ruhe des Wildes im Vordergrund. Und dann haben wir noch eine Zone, wo wir etwa am Zuwachs der Population jagen. Und damit möchte ich einfach Sorgen, die immer mal wieder auch geschürt werden, nehmen. Wir gehen da sehr gewissenhaft und verantwortungsbewusst mit um. Und wir werden auch jedes Jahr werden wir von den Jagdbehörden selbstverständlich überprüft. Alle Reviere, ob Gemeindejagdreviere oder Staatsjagdreviere oder auch im Nationalpark, kriegen ja Abschlusspläne. Und die werden immer wieder, jedes Jahr werden die von einem Jagdbeirat, also von einer Vielzahl von Personen, fachkundigen Personen, werden die überprüft.
Und von daher, die Qualitätssicherung, die findet ja jedes Jahr statt, also da kann man ganz entspannt sein. Also herzlichen Dank vielleicht kurz noch auch für die Online-Leute, wer das jetzt gerade war. Das war der Daniel Müller, das war der Leiter des Forstbetriebs Berchtesgaden. Genau, also herzlichen Dank für noch diesen kurzen Exkurs. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht jetzt noch ein oder zwei Abschlussfragen. Ja, weil ich online nicht, das hilft nicht. Also, ich habe zu dir vorgestellt mit den verschiedenen Zuwachsraten. Geht es ja bei einer Abschlussplanung auch auf diese Zuwachsraten ein? Wird der entsprechend aufgestellt? Man versucht es, aber erst jetzt, seit diese Studien entstanden sind. Also die Steiermark hat es tatsächlich implementiert bei der jährlichen Planung. Salzburg ist noch nicht ganz so weit. Es ist wie so immer, es ist ein Verhandeln. Also man ist sich dessen bewusst, aber es ist noch nicht vollständig umgesetzt. Sorry, hinten nur Ohren. Danke. Ja, grüß Gott. Dr. Reiner hat ja dargestellt, dass gerade im Hochgebirge die Bestände eher zurückgehen. Werden ja Schutzgebiete ausgewiesen. Jetzt würde mich mal interessieren, was Ihre persönliche Einschätzung ist. Wodurch wird jetzt der Gams hauptsächlich oder am stärksten gefährdet? Es gibt ja da drei Gruppen im Prinzip. Ein Jäger, Raubtiere, Wolf, Bär, Luchs oder Skitourengeher. Was wäre da Ihre Einschätzung? Das Schutzgebiet, zumindest die Kernzone, schützt zumindest vor dem Jäger. Ich weiß nicht, wer den Gams vom Wolf schützt, weiß ich nicht. Das Auto oder was auch immer. Nein, also das größte Problem, wenn wir jetzt dabei bleiben, es ist ja so, wenn wir jetzt sagen, in alpinen Gebieten, wo nicht gejagt wird, zum Beispiel in der Kernzone des Nationalparks, es wird ja dort trotzdem gestorben, halt einen natürlichen Tod. Und die natürliche Sterblichkeit, wo nicht gejagt wird, ist die natürliche Sterblichkeit natürlich viel höher, als wenn gejagt wird. Das heißt, mit der Jagd, das ist ja nur eine Vorwegnahme der natürlichen Sterblichkeit. Das heißt, es pendelt sich irgendwo ein, die wachsen ja nicht in den Himmel, die Bestände. Selbst wenn nicht gejagt wird, wenn es keinen Wolf gibt und wenn es keinen Skitourengeher gibt. Aber das Problem, das größte Problem ist mit Sicherheit, und gerade wenn wir vom Winter reden, in alpinen Gebieten, sie werden im Sommer, ich habe es vorher gesagt, Nahrungsangebot endlos, endlos wird das Gamswild. Da können wir fünfmal so viele Gams haben, aber der Flaschenhals ist der Winter. Und das ist ein Bruchteil der Gebiete, das sind vielleicht 5% der Sommerlebensräume in alpinen Gebieten gibt es im Winter. Und da muss dieser gesamte Gamswildbestand überleben. Wird dort gestört, ist das größte Problem. Also Störungen im Winter sind wirklich das größte Problem. Sei es der Skitourengeher, der Paragleiter, sei es der Jäger, der im Hochwinter noch raufgehen muss. Das ist mit Sicherheit das größte Problem. Der Wolf, das betrifft ein Individuum, den Gams, den er frisst, wenn denn der Wolf einmal da wäre. Aber der Skitourengeher ist das sicher, oder der Naturnutzer ist das sicher das größere Problem. Das ist ganz klar. Okay. Ich würde sagen, wir merken einerseits, es ist eine hochspannende, hochinteressante Diskussion, die möchte ich an der Stelle jetzt auch gar nicht abwürgen. Wir können gerne nachher, glaube ich, noch im kleinen Kreis auch gerne noch weiter diskutieren. Angesichts dessen, dass wir halt auch online sind, würde ich aber jetzt trotzdem mal hier den offiziellen Cut ziehen. Und eine wichtige Frage, ein Abschlusswort dann nachher vielleicht noch von dir. Ich würde mich trotzdem schon mal recht herzlich beim Rainer Rudi einfach nochmal bedanken dafür, dass er sich heute Abend die Zeit genommen hat. Auch natürlich bei Ihnen allen, die heute wirklich so zahlreich, muss man einfach dazu sagen, das Haus der Berge bevölkert haben.
und nach wie vor bevölkern. Das zeigt einfach, was für ein spannendes und was für ein wichtiges Thema das ist. Also an der Stelle schon mal herzlichen Dank an Sie alle, an den Rudi nochmal. Und jetzt übergebe ich dann nochmal an dich. Also nochmal auf der Jägerseite. Für mich war es ja schon wichtig, wenn wir so einen hochkarätigen Vortrag gekriegt haben, ob man da eine Empfehlung mitkriegt, Rudi, von dir. Wie soll man in Zukunft auf die Gams jagen? Soll man die sichtbaren Gams, die leicht zu bejagen sind, im Felsenbereich bejagen oder die erlassen? Oder sollen wir uns mehr auf die Gams im Wald konzentrieren? Das ist eine Frage der Zielsetzung. Und wenn du mir das Ziel sagst, dann habe ich vielleicht eine Antwort, aber es ist eine Frage der Zielsetzung. Das ist es. Und wenn es denn gerechtfertigt ist, den Gams zu jagen, dann ist das im Wald der Fall, weil da machen wir es ja mit einem Ziel. Ich verstehe jeden Jäger, der sagt, ich will aber auf einen Berg und oben ein schönes Erlebnis und einen starken Bock in der Brunft schießen. Ich verstehe das ja eh. Aber wenn der Abschuss eines Tieres einen Sinn ergeben sollte, dann ist gescheiter, ich schieße im Wald herunten in Jarling.